Jo Leute, damit willkommen hier zu einem ganz kurzen neuen Video und zwar zeige ich euch heute die zwei violetten XP-Münzen aus der neuen Woche 3. Ich zeige euch dafür die beiden Orte und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und gehen natürlich direkt mal in die Gruppenkeile. Ich zeige euch jetzt mal direkt die erste Leader-XP-Münze und dafür müssen wir jetzt direkt nach Coral Castle. Wir müssen hier an der Stelle an diesem großen Gebäude vorbeifliegen und zwar hier neben diesem großen Gebäude gibt es hier vorne dann die erste Leader-Münze wirklich sehr, sehr gut versteckt und die bauen wir jetzt natürlich wieder ein. So, ich habe die jetzt ganz groß eingebaut und jetzt fliegen hier die ganzen Münzen runter und die können wir jetzt wieder einsammeln und die geben dann natürlich 10.000 EP. Auf der Karte ist die Münze dann ganz genau hier oben in Coral Castle sehr, sehr gut versteckt. Weiter geht's direkt mit der zweiten Lila XP Münze, die genau hier vorne ist, direkt neben Retail Row und auch diese können wir hier natürlich wieder einsammeln, davor natürlich einbauen. Und dann können wir hier die zweite Münze einsammeln und die gibt auch hier wieder 10.000 XP. So, alles kurz aufgesammelt und auf der Karte ist diese dann ganz genau hier direkt vor Retail Row. Und das waren dann hier die zwei violetten XP Münzen aus der neuen Woche 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.